Er startet ja so und dreht so nur zu. Alter, aber da haben wir eine Stehtrollkugel. Ah ja, das gibt die, gell? Herzlich willkommen, Leute, zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute haben wir ein spezielles Thema für euch. Wir werden eine Kugeldrehrichtung für euch bauen, beziehungsweise einen Radiusmarker. Genau, und damit ihr dann seht, wie das Ganze funktioniert, nehmen wir euch Schritt für Schritt an die Hand und machen das gemeinsam. Bis dahin, wir wünschen euch viel Spaß. Genau. Zunächst einmal möchten wir euch vorstellen, mit was wir heute arbeiten werden. Wir haben hier uns Scheiben zurechtsägen lassen, Durchmesser 134. Das wird als Grundhalter dienen. Hier haben wir dann unseren Rohling für die richtige Vorrichtung, Durchmesser 95. Und dann haben wir eben hier noch unseren Drehhalter mit Werkzeugen, die wir benötigen werden. Dann kommen noch ein paar dazu. Und damit sind wir soweit schon mal bereit. Hier haben wir unser Backenfutter. Wir haben aber diesmal unsere Spannbacken andere verwendet, dass wir unser Werkstück außen spannen können. Deshalb, weil unser Backenfutter zu klein ist und wir nur so diesen Durchmesser hineinbekommen. Das Material ist nun eingespannt. Nun können wir beginnen zu drehen. Wir tun diese Fläche plan drehen und danach werden wir hier zentrieren und ein Durchgangsloch bohren. Genau, das wäre der erste Schritt. Nun liegen wir bei 134. Wir hier noch eine Phase versehen, Kantenbruch, und werden hier zentrieren und eine Durchgangsbohrung starten. Anschließend werden wir das Teil umspannen auf die andere Seite. Nun ist die Bohrung angebracht. Wir liegen bei Durchmesser 19 und werden jetzt noch 1 mm ausdrehen. Die erste Seite ist hier fertig, fast fertig. Wir werden nun, da das unser zweites Teil ist, werden wir hier ein Stückchen rausdrehen, aber nur ca. 1-2 mm, damit das Werkstück später einen schönen Halt auch noch dazu gewinnt und optisch natürlich schöner aussieht.
Eben haben wir das Teil umgespannt, werden hier plan drehen, bringen diesen Durchmesser auf denselben Durchmesser wie vorhin und werden anschließend hier noch eine größere Bohrung anbringen, ca. 10-15 mm tief. Erklärung folgt aber später. Hier sehen wir nun unser zweites Werkstück, Rohmaterial Durchmesser 95, Automatenstahl. Wir müssen berücksichtigen eine geringe Zustelltiefe, denn hier sehen wir, die Spannbacken spannen das Werkstück nur gering, deshalb vorsichtig zustellen. Folgende Vorgehensweise am Werkstück: Wir werden hier alles überdrehen, 1 mm, also von 95 mm auf den Durchmesser 94. Und werden dann 28 mm auf den Durchmesser 10 für die Bohrung vom anderen Werkstück. Werden hier einen kleinen Freistich reinmachen für einen Sicherungsring, damit die zwei Werkstücke später zueinander halten. Zeigen wir aber euch noch. Und werden das Teil dann umspannen und auf die Gesamtlänge drehen. Genau, das wäre mal die Vorgehensweise.
Mit der einen Seite sind wir nun fertig. Das Teil ist schon umgespannt. Nun werden wir hier überdrehen noch diesen Millimeter und hier plan drehen bzw. auf unsere Gesamtlänge. So, jetzt sind wir mal so weit, dass wir alle Komponenten für die Baugruppe soweit gefertigt haben. Keine Angst, wir erklären sie euch jetzt im Einzelnen. Hier haben wir unseren Halter. Und zwar haben wir hier zwei Vierkantstähle genommen und die miteinander verschweißt im 90-Grad-Winkel. Und den hier mit einem Langloch versehen, sodass wir hier die Spitzenhöhe variieren können. Als Halter haben wir eben einen ganz normal üblichen Wendeplattenhalter genommen, den ein bisschen bearbeitet, somit sind wir hier eigentlich recht variabel. Als nächste Komponente kommt unser Oberteil. Das Fräsen können wir nicht selber, das haben wir an unsere Nachbarfirma gegeben, an die Firma Nodern Ordnetz. Die haben das uns netterweise gefräst. Und zwar haben wir hier das eben auch gedreht. Man sieht hier noch den Einstich für den Sicherungsring und hier zu guter Letzt haben wir unsere Grundplatte. Diese wird nachher auf dem anstatt des Oberschlitten montiert. Obendrauf kommt unsere Einheit. Und zu guter Letzt kommt natürlich noch unser Halter. Und den haben wir jetzt seitlich hier noch mit einem Gewinde versehen, sodass wir das Ganze bequem von der Seite her bedienen können. Ganz kurz. So. Und das ist dann im Prinzip das Ganze. Die ganze Baugruppe, die wir jetzt gefertigt haben. Wir werden sie jetzt zusammen montieren, Sicherungsring nicht vergessen und werden dann einfach mit euch gemeinsam eine Kugel drehen. Sicherungsring, der kommt hier rein. Wenn man das Ganze nämlich auf der Hinterseite sich betrachtet, wird das Ganze nachher so aussehen. Schaut dann so raus. Hier kommt dann der Sicherungsring rein, dass wir hier einfach spielfrei fertigen können. Wir möchten euch an der Stelle an unseren Fehlern teilhaben lassen, damit das, was wir gelernt haben, ihr natürlich auch lernt und nicht auch noch falsch machen müsst. Und zwar folgendes. Wenn ihr diese Vorrichtung über der Mitte einspannt, erzeugt sie einen Radius an der Stange. Weiter raus heißt größerer Radius, weiter rein heißt kleinerer Radius. Sobald ihr über der Mitte drüber seid, entsteht erst die Kugel. Knapp über der Mitte, kleine Kugel, weiter raus, größere Kugel. Ganz wichtig, merkt euch das, bei uns hat es vorhin am Anfang auch nicht funktioniert, aber vielleicht kann es euch weiterhelfen. Bis dahin. Leute, hier haben wir unsere Kugeldrehverrichtung bzw. Radiusmarker. Hier haben wir ihn mal aufgebaut am Oberschlitten. Beziehungsweise der Oberschlitten kommt runter und dort wird dann unsere Vorrichtung drauf montiert. Perfecto. So Leute, wir sind nun am Ende des Videos angekommen. Diese Vorrichtung werden wir zukünftig ab und an in anderen Videos verwenden. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat. Und Fragen könnt ihr einfach wieder in die Kommentare schreiben, wir werden sie euch beantworten und gerne ein Abo dalassen. Vielen Dank, bis dahin.